Mit erhobenen, abwehrbereiten Händen stand Hoffmann regungslos da. Er hörte nichts. Aus einer Ecke der Halle zwinkte ihm das winzige rote Auge des Bewegungsmelders zu. Wenn er nicht aufpasste, würde er selbst den Alarm auslösen. Seit ihrem Einzug hatte er das in Kolonie schon zweimal miterlebt. Der neue Harris heißt Angst und das ist ein ganz aktuelles Thema, spielt fast ausschließlich in der ganzen Börsenszene. Diese Zocker-Szene, die uns 2008 Lehman Brothers beschert hat. Und geben die ganzen Hedgefonds, wo sich einfach Reiche reicher machen und damit die Armen ärmer machen. Er nahm die Hände herunter und ging quer durch die Halle zu der Stelle, an der ein antikes Barometer an der Wand hing. Er drückte auf einen Schnappverschluss und das Barometer schwang auf. Die Hauptrolle ist eigentlich ein Mathematiker, der wirklich als reiner Wissenschaftler anfängt. An diesem CERN, diesem Teilchenbeschleuniger in Genf. Und dann einfach sein Rechenmodell auf was anderes überträgt. Und dass das dann sozial nicht verträglich ist, das erlebt er so am eigenen Leib. Er streckte den rechten Zeigefinger aus, um den Code einzutippen, der die Anlage ausschaltete, und erstarrte. Die Alarmanlage war schon deaktiviert. Der Roman hat eine Haltung. Also das ist halt nicht einer von diesen Romanen, der sagt, wie toll das alles ist, und diesen Londoner, New Yorker, Genfer Zockern, sondern der sieht das durchaus kritisch. Er sagte milde, was wird ohne ihn aus der Firma? Die Firma? Welche Firma? Die Firma ist erledigt. Ganz aktuelles Thema, sehr spannend geschrieben. Und für Leute, die sich da nicht so auskennen wie ich, man lernt schon ganz viel. Und trotzdem ist es spannend.